Backe, backe Kuchen, das Fach hat gerufen. Willst du leckere Cocktails machen, brauchst du diese sieben Sachen. Früchte und Eis, Asbach und Fleiß. Bratapfeltee, der schmeckt nämlich so schön. Leckere Walnusskerne, die hat der Markus gerne. Und dazu brauche ich natürlich noch die Rapid Infusion. Was das genau ist, erkläre ich euch jetzt. Die Easy Rapid Infusion besteht eigentlich grundsätzlich nur aus zwei Teilen. Ja, als Ergänzung zu unserer ganz normalen Gourmet-Whip. Und zwar ist das ein Schnuppel, der gebogen ist, zum besseren Auslassen der Gase, und einem Sieb. Dieses Sieb ist grundsätzlich extrem wichtig, wenn ich da frische Kräuter und frisches Gemüse und frisches Obst und sonstige Sachen reinmachen möchte. Und das mache ich jetzt, damit wir heute mal einen schönen anderen Drink mit Asbach kredenzen können. Und dafür habe ich mir heute Asbach 15 ausgesucht. Für unseren heutigen Drink mit Asbach 15 nehme ich als allererstes ein paar Walnusskerne und stoße die nur ein bisschen an. Und dann machen wir die ganz normal in unsere Easy-Flasche rein. Zudem reiben wir. So. Zudem reiben wir ein bisschen Zimt rein. Na komm, weil du es bist heute. Bist du Muskatnuss? Gerade eben schon erwähnten Bratapfeltee. Bisschen geriebene Vanille. Frischer Thymian. Rosmarin. Zack, 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 zack. Birne, die habe ich schon in kleine Würfelchen geschnitten. Machen wir auch komplett rein. Insgesamt eine Birne. Dann etwas Grapefruitschale. Und etwas Schale von einer Blutorange. Auch noch schön da rein. Das sieht doch schon super aus. Damit der Asbach nicht ganz so alleine ist in unserer Easy, nehmen wir noch ein bisschen Château du Broil 15. Circa 5 cl. Bisschen Château du Broil du Calvados. Calvados-Likör. So, 4-5 cl. Walnussgeist. 4 cl. Jetzt das Wichtigste. Asbach. Da nehmen wir ein bisschen mehr. Wir haben ja heute eine große Gesellschaft hier, die alle Asbach 15 trinken möchten. So. Jetzt setzen wir unser Sieb ein. Ich zeige euch das mal. Einfach so hier reinsetzen. Dann den ganz normalen Deckel oben drauf. Schütteln wir es einmal kurz. Dann die Sahnekapsel, wie gewohnt.
Jetzt mit dem Schnuppel lassen wir die Gase weg. Riecht schon schön. So, jetzt kannst du mal wieder öffnen. Mit dem Sieb raus. Dann seihen wir das natürlich nur noch mit unseren Feinstrainern ab. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, 3 Stück zu nehmen. Einmal 2 unterschiedliche Maschungen, einmal ein bisschen grober für den groben Dreck. Dann natürlich nochmal ein bisschen was für die kleineren Reste und nochmal einen etwas keilförmigeren Feinstrainer, damit es einfach leichter in mein kleines Glas fließt. Glas schön vorgekühlt. Und jetzt fangen wir an. Etwas Zedernholz. Liebe Grüße an den Tom in Berlin. Cheers.